Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind in Kitasira, in Meridian, wie auch immer man es nennen will. Wir haben drei rote Punkte, wir hören laute Schritte. Deshalb meine Vermutung, dass hier unten Action abgeht, so ein bisschen. Irgendwie Cat gegen irgendwas Dickes oder so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weg! Ich fange ja langsam wirklich an, diese Dinger zu hassen. Ich weiß nicht. Ich finde sie niedlich. Aber sie könnten aufhören, auf uns zu schießen. Was ich auch mal machen könnte, unseren kleinen Freund rufen. Der auch keinen... der auch nicht gerade wenig Schaden macht. Anorganisches Schmiermittel. Muss ich? Soll ich? Offensichtlich. Ground Zero, würde ich sagen. Pathfinder. Wie es scheint, wurde die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern gespeist. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten Cluster? Ja, Pathfinder. Okay. Dann haben die Reliktschöpfer also irgendwie Mist gebaut. Oder jemand hat sie als Waffe gegen sie eingesetzt. Na, ich weiß nicht, ob es die Reliktschöpfer waren, die Mist gebaut haben, oder ob es nicht... Immer das auch ist. Wir dürfen diesen Reliktschleim nicht berühren. Ja, ja, ist ja gut. Wie komme ich denn hier lang? Also nur hier hoch, oder was? ja, nicht die Reliktschöpfer zwingend selbst, sondern vielleicht auch diverse Eroberer oder ähnliches. Das sind ganz schön viele Verteidigungsanlagen. Scheiße! Gottchen, nee! Arschen! Und ein Geschütz noch da hinten. Also halbwegs gut geschützt war Meridian offensichtlich. Wo seid ihr? Ihr lebt noch, ich sehe es ganz genau. Ihr könnt euch nicht von mir verstecken. Oh, da kommen sie. Oh, schade. Smuni, ich hätte allerdings viel lieber... ein bisschen Leben. Aber man kann ja bekanntermaßen nicht alles haben, ne? Komm. Hier muss doch gleich Action sein. Jetzt oder auf dem Rückweg oder irgendwann. So viel Strukturen für Deckung.
feindliche Shuttle im Anflug. Ach so, irgendwo da hinten haben die abgesetzt. Solange die Türme nicht online sind, rührt sich hier gar nichts. Ist das schon wieder so ein scheiß Cat? Reliktbarriere, ja, die haben wir ja schon mal gesehen in der Form, glaube ich. Wow, Pflanzen! Vaughn würde es hier lieben. Ich habe ihn oben stehen sehen, leider ein bisschen spät. Sonst hätte ich das mit ihm gemacht. Ein Shuttle, was nur zwei Cat abwirft. Ich glaube nicht. Ich möchte zum Leben, das weiß ich. Fremdartige Vegetation, das haben wir ja auch im Gewölbe auf Hawal schon gesehen und in anderen Gewölben. Wohin? Wo ist denn hier bitte noch ein Gegner, ein Cat oder irgendwas, der wieder irgendwo rumglitscht? Hier oben sind ganz viele Cat. Okay. Hier geht's nur zu einem Behälter. Mit einem Overdrive-Pack. Ich bin ja fast... Ich weiß nicht, was ich bin. Begeistert eher weniger. Dann müssen wir wohl hier lang. Komm, ihr werdet doch eh böse. Dann machen wir da gar nicht lang hier, ne? Und so. Wir müssen uns einem dieser Türme nähern. Um den Kern von Meridian zu erreichen, müssen wir beide aktivieren. Ja, das stimmt. Das haben wir ja schon gehört. Scheiß Pirscher. Waren aber eben von unten irgendwo noch ein paar mehr Gegner da hinten. Da. Stehen sie da, die drei von der Tankstelle. Ach, guck mal, ist schon schön. Das ist doch schön. Ach nee, die Dinger brauche ich ja gar nicht mehr scannen. Geschützsteuerung. Oh, Junge. Das ist ziemlich viel Cat-Ausrüstung.
Anscheinend haben sie hier ein Lager aufgeschlagen. Ja, das hätte ich jetzt auch einfacher haben können, indem ich einfach das Geschütz aktiviert hätte. Aber gut. War jetzt auch nicht viele, waren drei Erwählte. Aufgestiegene, wie auch immer. Wisst ihr Bescheid. Hier geht's auch noch. Und da ist es ist sehr verwirrend hier. Schade, ich würde den gern von hier oben weghauen. Ich habe auch keinen Plan. Ne, wir müssen da hinten irgendwie. Wie komme ich denn? Wir gehen erstmal da hinten hin. So quasi hier runter. Das Geschütz ist ja auf unserer Seite. Was ist ein Datenpad? Der Archon spricht. Der menschliche Pathfinder wird einen Vorstoß auf Kitasira oder Meridian, wie diese Kreaturen es nennen, durchführen. Sein Verhalten ist vorhersehbar. Er glaubt, er sei mir gewachsen und wird versuchen, uns die Macht der Relikte zu stehlen. Wir haben lange und hart für diese Geheimnisse gearbeitet und werden sie uns nicht von dieser niedrigen Kreatur wegnehmen lassen. Ich habe meine Vollstreckerin, mein Schwert, zu der Raumstation geschickt, um sich um diesen Menschen zu kümmern. Sie wird meine Stimme sein. Gehorcht ihr so, wie ihr eurem Archon gehorchen würdet. In der Zwischenzeit muss die Arbeit an den Relikten fortgesetzt werden. Sobald ich die volle Kontrolle über Kitasira habe, werden Helios, die Angara und die Leute des Pathfinders ausnahmslos kapitulieren. Unser Erfolg ist sicher. Er war es immer. Der Sieg ist unvermeidlich und die Kett haben Geduld. Na gut. Geduld habe ich auch. Sieht aus, als hätten die eine Reliktkonsole aus dem Boden gerobbt. Ja, gut. Base? Achtung! Sie fahren die schweren Geschütze! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja, was denn? Huh? Auf! Drag regelt halt einfach richtig heftig. Ja, mal ohne Witz. Durch seinen Blutrausch und so.
Das Geschütz macht mir ein bisschen Sorgen. Kann ich das irgendwo noch vielleicht erstmal aktivieren? Ah, hier. Bevor sich das nämlich irgendwann noch als Fehler herausstellen wird oder sollte, dass wir es nicht auf unsere Seite gebracht haben oder überbrückt haben, machen wir das an der Stelle noch. Und stocken die Muni noch auf. Und bleiben irgendwo hängen. Okay, dann das ganze Schauspiel nochmal, Fragezeichen. Wow, sind das Riesenpilze? Was ist das hier für ein Ort? Monströser Pilz. Was ein Organismus, der sich mit Begriffen aus der Milchstraße am besten als riesiger Pilz beschreiben lässt. Eine eingehendere Analyse zeigt jedoch, dass die Ähnlichkeiten rein optisch sind und ansonsten nahezu keine Gemeinsamkeiten bestehen. Oh, guck mal, da ist eine Konsole, mit der wir aktuell nichts machen können, alles klar. Ganz schön dunkel hier. Zu dunkel für meinen Geschmack. Das ist noch zu. Barriere. Was sind das hier eigentlich für... Was ist das? Ich würde das gern scannen. Ich kann das nicht scannen. Das sind Angara... Das sind Aufstiegskapseln der Cat. Holy shit. Haben die das hier alles vollgehauen mit ihren blöden Aufstiegskapseln? Oh oh. Was zum Teufel? Übersetze. Muster 1-3. Lebensfähigkeit 56,2%. Genetische Vorlage für Tests übertragen. Haben Sie Experimente an ihnen durchgeführt? Ich analysiere die Glyphen. Dies sind Prototypen genetischer Entwürfe. Sie wurden beständig weiterentwickelt. Mit Meridian wurde eine Spezies erzeugt, die in diesem Cluster leben soll. Die Angara! Die Angara. Ach du Scheiße. Sie erschufen Leben? Dann war alles... Wir haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Das heißt, die Angara wurden von den Relikten geschaffen? Das ändert tatsächlich nicht, wer die Angara sind. Natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine Mega-Überraschung. Woher sie stammen, ist unwichtig. Es ändert nichts daran, wer die Angara heute sind. Bei Meridian geht es also nicht nur um Terraforming. Es kann Leben erschaffen. Aber warum sollte man so etwas tun? Ich kann nichts über die Absichten der Reliktschöpfer sagen. Sie erschufen Leben. Der Archon könnte das umkehren und Leben vernichten. Ja, oder die diese Technologie nutzen, um die Cat noch... Weiß ich nicht. Ekelhafter zu machen, als sie eh schon sind. Er wird Helios nicht bekommen. Helios ist ein Zuhause für die Angara und uns. Gemeinsam können wir verhindern, dass der Archon es zerstört. Wir müssen zu dieser Steuerung. Jetzt ärgere ich mich, dass ich Jarl nicht mit habe. Schade. Wenn wir die Steuerung von Meridian als erste knacken, sorgen wir dafür, dass der Archon sie nicht benutzen kann. Oh.
Wir müssen Jorl alles erzählen, was wir über die Angara herausgefunden haben. Ich weiß. Wir werden ihm alles erzählen. Dann kann er entscheiden, wie er seinen Leuten das Ganze verkauft. Ach, da hinten. Diese Beobachter waren vorhin noch nicht da, oder? Sie haben die Systeme der Relikte hier aktiviert, Pathfinder. Wahrscheinlich übernehmen sie jetzt wieder ihre Pflicht. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir... Ich wette, der Archon weiß über die Angara Bescheid. Deshalb will er auch unbedingt herausfinden, wie sie erschaffen wurden. Das ist auf jeden Fall, das hätte ich jetzt so wirklich nicht gedacht. Dass wir hier, dass die Relikte quasi die Angara erschaffen haben. Guckt euch das mal an. Na gut, wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter und gehen durch diese Tür. Ich sage bisher danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.